Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr mich wieder begleitet. Ich möchte heute ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Es gibt viele Leute, die mich gefragt haben, hey, wie korrigiert man eigentlich einen Hund richtig? Ja, alleine dieses Wort Korrektur beinhaltet ja schon, dass vorher irgendwas passiert ist, wo man den Hund dann anschließend von abhalten muss. Die meisten Probleme in der Mensch-Hund-Beziehung liegen an einer instabilen, harmonischen Beziehung. Und die Probleme, die der Hund dann hat, wofür er dann korrigiert werden muss, hat der Mensch meist hausgemacht. Das mal vorweg. Wenn ihr jetzt einen Hund habt, der sich nicht so benimmt, wie ihr es gerne hättet, dann ist es wichtig, dass ihr ihn erstmal versucht, über die Körpersprache von dem abzuhalten, was er gerade machen möchte. Ich habe grundsätzlich Hunde, die ja ganz verträglich sind und andere Menschen und andere Hunde in Ruhe lassen. Aber es gibt immer wieder Situationen, auch in meiner Gruppe von 9 Hunden, wo ich auch mal eine Ansage machen muss. Und eine Ansage bedeutet, genau wie hier im Revier für Hunde, wenn man 30, 40 Hunde hier rumlaufen hat, dass man kleine Feuer im Keim erstickt, bevor ein großes Feuer entstehen kann. Das ist so eine Faustregel, die könnt ihr euch mitnehmen. Wartet bitte nicht zu lange darauf, dass der Hund einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal sich daneben benimmt und dann fangt ihr an, den Hund zu korrigieren. Meistens ist es so, dass wenn ihr den Hund öfter korrigieren müsst und er reagiert nicht auf euch, dass ihr dann sauer werdet. Ich habe schon so viele Leute beim Spaziergang erlebt, die ihre Hunde dann viel zu hart maßregeln. Ich finde es schlimm. Also, das geht gar nicht. Ich sage immer, wo das Wissen endet, beginnt die Gewalt. Ne? Und deshalb bin ich ein Riesenfreund von den kleinen Signalen, bevor die große, fette Korrektur erfolgen muss. Ich arbeite gerne mit akustischen, stillen, kurzen Signalen. Zum Beispiel ist bei mir ein Abbruch, ein ist ein Runterfahren. Ein Hey ist, jetzt ist aber echt gleich die Ampel rot. Dann dürfen wir auf gar keinen Fall mehr laufen. Und ein ist ein Stopp. Ihr könnt natürlich auch Worte dafür wählen. Ihr könnt Stopp sagen, ihr könnt Halt sagen, ihr könnt Aus sagen, ihr könnt Sitz sagen, ihr könnt Platz sagen, ihr könnt Pfui sagen. Ihr könnt aber auch zum Sitz Schokolade sagen. Und wenn ihr das übt, dann setzt der Hund sich auch hin, wenn er Schokolade sagt. Also ich finde, es kommt nicht darauf an, was man sagt, sondern wie man es ausdrückt. Und da ich ein Freund von kurzen Signalen bin, die dann aber auch zum richtigen Zeitpunkt an richtiger Stelle eingesetzt werden, hat das mir immer im Erfolg gezeigt, dass die Hunde darauf reagieren. Wenn wir also unsere Hunde zu sehr zutexten, und ihnen die ganze Zeit sagen, nein, hier, Fuß, habe ich dir nicht gesagt, also auch noch eine Frage stellen, habe ich dir nicht gesagt, wenn du damit jetzt nicht aufhörst, dann passiert gleich Folgendes. Also es ist eine Frage und eine Drohung, gleichermaßen. Wenn ich Grenzen setzen will, dann sollte der Hund mich im besten Fall erstmal akzeptieren und mich ernst nehmen. Umso häufiger ich Grenzen setzen muss, umso häufiger ich das wiederholen muss, umso weniger nimmt der Hund mich ernst. Dann stell dir einmal die Frage, ob du dich überhaupt ernst nimmst. Du dich selbst. Und wie sieht es auf der Arbeitsstelle aus? Wie sieht es in deiner Beziehung aus? Wie sieht es in der Familie aus? Wirst du ernst genommen? Wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich möchte dieses Stück Kuchen nicht. Und deine Schwiegermutter sagt, du komm, du isst das Stückchen doch. Und du sagst nein. Und sie sagt dreimal zu dir doch, du isst doch eins. Und du bekommst ein schlechtes Gewissen, wenn du es nicht isst. Dann bist du nicht konsequent. Und wenn du dabei nicht konsequent bist, dann bist du auch irgendwann bei deinem Hund nicht konsequent. Und dann sagst du ihm vielleicht mal fünfmal Sitz und er setzt sich nicht hin. Und dann denkst du, ach komm, irgendwann legt er sich hin und dann sagst du, ach komm, ist okay.
Oder du gibst dir totale Mühe, dem Hund am Tisch nichts zu fressen zu geben und dein Partner gibt ihm jedes Mal am Tisch wieder was zu fressen. Dann fängt der Hund an, bestimmte Regeln nicht einzuhalten. Dann musst du ihn wieder häufiger korrigieren, weil dein Partner bestimmte Dinge einfach durchgehen lässt und das nicht so ernst nimmt. Es gibt sogar Leute, die in der Beziehung ihre Beziehungsprobleme über den Hund ausleben. Ja, ich habe es erlebt, tatsächlich. Dann wird extra, werden bestimmte Dinge gemacht, damit der Partner sich aufregt. Dann regt der Partner sich auf, dann sagt der andere, ja, nun komm, du lass doch, lass ihn doch auf der Couch liegen. Nein, ich will es aber nicht. Und dann beginnt diese Diskussion und da streitet man sich am besten darüber, dass der eine haben will, dass der Hund auf der Couch liegt und der andere nicht. Da sollte man gemeinsam rangehen, dann muss man den Hund nicht fortlaufend korrigieren. Ja? Dann sagt einer runter und der andere meint es genauso. Deshalb, wenn ihr eure Hunde meint, korrigieren zu müssen, dann macht es bitte in klaren, deutlichen, ruhigen Signalen. Wenn euer Hund also dann Dinge tut, die euch nerven, dann fragt euch mal, wo das überhaupt herkommt. Wer hat denn damit angefangen, so nachlässig zu sein? Sicherlich ihr. Psst! Ich habe kurz korrigiert, weil ich nicht haben möchte, dass sie sich darauf einlässt, dass da hinten ein Hund bellt. Okay, ein kurzer Zischlaut, das Locken. Jetzt habe ich Bijou gerade diesen Zischlaut gegeben, dass sie aufhören soll mit dem Bellen oder sich nicht darauf einlassen soll, dass da ein anderer Hund bellt. Und das reicht dann auch. Dann nimmt man mal kurz Kontakt auf und gut ist. Ist auch kein Drama, braucht man auch nicht rumzubrüllen oder irgendwie aggro zu werden. Wollt ihr haben, dass eure Hunde euch ernst nehmen? Dann schaut mal in den Spiegel. Hunde sind unsere Seelenspiegel. Also wenn ihr eure Hunde korrigieren wollt, dann versucht es bitte echt mit diesen Signalen, mit diesem Zischlauten oder mit diesem Hey oder mit einem klaren Nein oder was ihr euch auch einfallen lasst. Wichtig ist nur, lasst die Aggression daraus. Nehmt es nicht persönlich, wenn der Hund mal nicht so funktioniert, wie ihr es gerne hättet. Keine Aggression, keine Wut. Keine unkontrollierten Handlungen und Unberechenbarkeit ist auch für den Hund ganz, ganz schlecht. Ihr dürft aber auch eine klare Ansage machen, wenn die Ampel rot ist, ist sie rot. Und wenn der Hund dann läuft, dann geht das nicht gut. Deshalb braucht er bei diesem Signal ein eindeutiges Gefühl. Das entsteht nicht im Kopf, das entsteht im Bauch. Schaut mal, diese Hunde brauchen nicht korrigiert zu werden. Okay, wenn ihr also Hunde habt, die ihr mal korrigieren müsst, dann nehmt es nicht persönlich, wenn sie eure Korrektur nicht sofort annehmen. Alles braucht seine Zeit. Übertreibt es bitte nicht. Also nicht 25.000 Mal am Tag zischen oder Nein sagen oder ein Hey sagen, das nutzt sich dann alles ab und dann wird die Spirale der Härte immer stärker. Und Konsequenz hat nichts mit Härte zu tun. Ihr könnt konsequent zu euren Hunden sein, ohne aggressiv zu sein. Ja? Ihr müsst es nur von Anfang an ersticken. Dieses kleine Feuer, was irgendwann zum großen lodernden Feuer wird. Und dann wird es schwierig. Also sofort von Anfang an konsequent sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Folgt mir auf meinem Kanal und ich freue mich, euch beim nächsten Video wieder dabei zu haben. Ciao.